Ein anonymer Notruf alarmiert Paul Richter und Stefan Sindera. An der genannten Adresse ist zwar keine Ruhestörung feststellbar, eine Straftat hat sich dennoch ereignet. Hallo, können wir Ihnen vielleicht helfen? Ja, gucken Sie sich das doch an. Ja, das ist, gucken wir. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Mir wird mein Haus. Es stinkt auf jeden Fall erstmal. Mir wird mein Haus in Brand gesteckt hier. Haben Sie denn angerufen? Nein, ich habe Sie nicht angerufen. Ach so, wir hatten einen anonymen Anruf wegen Ruhestörung. Hier war so ein. Papa, komm ich hier raus? Guten Tag. Schatz, gleich. Warte, gibt es da oben ein Problem? Kommen Sie Nein, da nicht raus? Meine Tochter. Ja, ich bin eingesperrt. Bitte? Sie sind eingesperrt. Haben Sie sie eingesperrt oder was? Nein, ich habe sie nicht eingesperrt. Sie kommen alleine jetzt nicht raus. Nein, die Tür ist abgeschlossen. Okay. Da ist schon wieder dieser junge Mann. Das ist doch ein Stalker, der läuft hier immer rum. Von dem ist das hier auch. Ich liebe dich wirklich. Ja, hallo? Janine! Hallo. Hey, komm doch mal vom Auto runter. Janine, bitte, ich liebe dich. Weg. So, komm mal vom Auto runter, sonst ziehen wir dich hier runter. Papa, Kollege! Kollege! Hey! Bitte. Hey! Komm hier runter. Ja, ich komm hier runter. Los, komm hier runter. Wer sind Sie denn überhaupt? Gehen Sie weg. So, lass das fallen, lass das fallen. Aber die Hände ans Fahrzeug, boah, ordentlich angetankt, ne? Ja, ey. So, was ist denn los? Janine, wirklich, ich liebe dich, ich hab mich tätowieren lassen für dich, gut? Für dich! Alles für dich! Ja. Ich liebe dich wirklich! Beruhig dich, ja? Ganz ruhig. So, jetzt hol mal tief Luft, ist in Ordnung. Machen wir die Beine ein bisschen auseinander. Wir müssen in der Wahl. Bleiben Sie mal ein Stück zurück. Aber der ist dein Auto. Die ganze Zeit schon. Der junge Mann macht zwar einen liebeskranken, aber nicht unbedingt gefährlichen Eindruck. Dennoch durchsuchen ihn die Beamten nach Waffen. So, sind Sie im Auto vorne hergekommen, oder was? Ja. Halt doch vielleicht mal Alkotest. So, dreh dich mal um. Es gehört eins zum anderen immer, ne? Du bist jetzt gerade hier erst angekommen, weil du hast ganz schön einen getankt. Das heißt, du bist schon betrunken so gefahren, ne? Nein. Also ich sag dir mal ja. Ne? Das wäre dann eine Trunkenheitsfahrt. Darum macht der Kollege jetzt auch einen Alkoholtest mit dir. Ja? Wenn du über 0,5 Promille ist, dann kannst du sowieso noch mit uns zur Waffe fahren. Ich will dir doch nur meine Liebe beweisen, wirklich. Bitte? Ich will dir doch nur meine Liebe beweisen. Und das hast du hier. Das habe ich mir stechen lassen für Sie. Das ist ja sehr nett, aber ich weiß nicht, ob die Dame auch deine Wünsche erhört. Kennst du sie denn? Das ist meine Ex-Freundin. Deine Ex-Freundin. Ich weiß nicht, was sie jetzt erzählt. Und du willst sie so zurückgewinnen, oder? Ja, ich möchte sie wieder haben. Okay. Und der Vater mit dem. Ich will nicht ohne sie leben. Mit dem. Ja, okay. Ich hoffe dir trotzdem, auch wenn das nicht klappt, dass du noch weiterlebst. Aber jetzt sag mir mal bitte, was mit dem Schwiegervater hier ins B? Der mag dich nicht, oder? Paar Mal gesehen? Nein, weiß ich nicht. War alles gut. Ich ein paar Mal geredet. Das stimmt doch gar nicht. Sie kennen ihn gar nicht? Ich hab den noch nie gesehen. Doch. Einmal kurz zu mir. Tief Luft holen und kräftig pusten. Pusten. Weiter. Fein. Reicht. So, kannst du wieder anlehnen. Und, was hat er? Rechnen noch. Mehr als eine Zitronenbrause wahrscheinlich, oder? 1,3. Der Hauptvorwurf ist allerdings nicht die Trunkenheitsfahrt, sondern die Belästigung der jungen Frau. Die will von einer angeblichen Beziehung mit dem Romeo nichts wissen. Das Herzchen hier heißt Kenneth Vierenhaber, das ist korrekt, ne? Ja. Okay. Wie lange warst du mit der jungen Dame zusammen? Ein halbes Jahr. Und jetzt sind wir 4 Wochen getrennt. Okay. Ich verstehe nicht, warum. Einfach per SMS Schluss gemacht, nichts gesagt. Warum erzählen Sie so Mist? Was ist los? Hallo, hier ist Polizei. Was ist los? Bleiben Sie mal stehen. Hallo, hier mit mir reden. Was ist los? Entschuldigung, das ist mein Bruder. Herzlichen Glückwunsch, hier steht die Polizei. So, der ist betrunken und was wollen Sie jetzt hier? Nee, der hat mir nur eben ein Foto geschickt, dass er sich ein Tattoo hat stechen lassen mit dem Namen von schon. Der. Ja, da ist ja mit dem Namen von der Janine und ich habe mir gedacht. Sie kennen die junge Dame aber, oder was? Ja, natürlich, das ist seine Ex-Freundin. Weil er sagt, er kennt ihn gar nicht. Das ist doch alles Lug und Trug hier. Ich kenne ihn nicht. Wir kennen den Mann, ich kenne die Frau auch nicht. Die waren zusammen, sagen Sie? Ja, die waren bis vor wenigen Wochen noch zusammen und sie hat dann halt Schluss gemacht mit ihm und er leidet da seitdem total drunter. Ja, das hat er auch gesagt. Ja, also, wie sieht er aus? Ja, das, ne? Zeigen Sie mal der Schwester. Wir hatten jetzt die Aussage von der Familie Klevemann, die hier den jungen Herrn Vierenhaber als Stalker uns gegenüber dargestellt hat. Wiederum hat die Familie Vierenhaber gesagt, nee, er ist der Ex-Freund und die Schwester hat das ja auch noch bestätigt. Also wir haben jetzt hier total im Dunkeln getappt und jetzt galt es mal ins Haus zu gehen und wirklich das Geschehen aufzuklären. So, hallo. Hallo. Alles gut bei Ihnen? Ja, ich wollte nur... Ein Moment. Sie sind total verheult. Ja, ich wurde hier oben eingesperrt. Das ist alles so schlimm. Was ist so schlimm? Jetzt, ja. Jetzt mit Ihrem Ex-Freund? Auch die Situation draußen. Das ist nicht mein Ex-Freund. Das ist nicht Ihr Ex-Freund? Nee, ich muss auch... Wo? Nee. Wo wollen Sie denn hin? Geh mal. Wo wollen Sie denn hin? Nee.
Der Raum schien mir etwas größer. Vielleicht ja, da ist nichts drin. Wir müssen da nicht reingehen. Janine, du kennst mich doch. Ich würde. Nee. So, jetzt tun Sie mir bitte den Gefallen. Jetzt beruhigen Sie sich mal, ja? Ja. Okay, ganz ruhig. Mhm. Wie alt sind Sie? 21. Ganz ruhig, ja? Ist alles gut, wir sind jetzt hier. Da jetzt würde ich allerdings trotzdem gerne mal einen Blick in den Raum werfen, weil Sie den jetzt hier so krampfhaft vor mir geheim halten wollten. Darf ich mal, ja? Wo ist denn Ihre Mutter? Die ist tot. Ah, das tut mir leid. Das tut mir leid. Und das ist jetzt das Schlafzimmer Ihrer Eltern? Ja, von meinem Vater. Nimmt Ihr Vater Medikamente zu sich? Ja. Antidepressiva. Ein Antidementivum, also ist gegen Demenz, ne? Ja. Schlaftabletten und nochmal ein Antidepressiva. Und von der Dosierung relativ hoch. Nicht nur die Tabletten bereiten Stefan Sindera Kopfzerbrechen. Auch eine schwere am Bett befestigte Eisenkette lässt vermuten, dass es in dieser Familie große Probleme gibt. Jetzt sagen Sie mir bitte nicht, Sie ketten ihn ans Bett. Ich habe so Angst, dass ihm was passiert. Das könnte ich mir niemals verzeihen. Meine Mutter ist ja schon tot und mein Vater kann ich nicht noch verlieren. Das heißt, Sie müssen ihn tatsächlich dann hier manchmal ins Bett ketten? Ja, weil er einfach wegläuft auf die Straße und... Okay, wir gehen jetzt einfach mal runter, ja? Vor dem Haus kommt die ganze schreckliche Leidensgeschichte der jungen Frau ans Licht. Um für ihren Vater da zu sein, der sie versehentlich im Zimmer eingesperrt hatte, hat die 21-Jährige alle Brücken abgebrochen. Ja, mein Papa leidet halt an Alzheimer und das habe ich halt vor einem guten Jahr erfahren. Und dann habe ich halt meinen Job gekündigt und auch die Beziehung mit Kenny, um für ihn da zu sein, weil ich wollte einfach erstmal ein und alles. Meine Mutter habe ich schon verloren. Mein Vater, das kann ich mir niemals verzeihen. Und Sie pflegen jetzt Ihren Vater aber zu Hause, oder was? Ja. Ja, gut. Janine, warum beendest du denn deswegen die Beziehung? Ich meine, das ist schrecklich, gar keine Frage. Aber du weißt doch, dass Kenny alles für dich tun würde. Und der würde dir mit Sicherheit auch helfen, deinen Vater zu pflegen. Doch die mögliche Hilfe des Ex-Freundes ist noch lange nicht genug. Polizeioberkommissar Stefan Sindera sieht, dass die junge Frau am Ende ihrer Kräfte ist. Sie sind momentan damit überfordert. Wir werden gleich in unserem Bericht schreiben, ja, an den sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt, ja, und die werden dann wahrscheinlich auch noch mal auf Sie zukommen. Und dann kann es wirklich sein, dass Sie entweder hier eine 24-Stunden-Kraft entweder einstellen müssen oder er halt wirklich dann klinisch behandelt werden muss und er weiß ich nicht. Ich bin kein Arzt. Ich kann jetzt nicht sagen, auf welche Dauer das dann wäre, ne? Aber gucken Sie sich mal an, ne? Sie lieben Ihren Vater, glaube ich Ihnen. Aber Sie sind total verheult. Ihr Leben geht so ein bisschen den Bach runter, ist jetzt mein persönliches Empfinden. Und Sie sind total überfordert. Und das kann man auch mit 21 Jahren, kann man das nicht von Ihnen erwarten. Bevor es für den stark alkoholisierten Ex-Freund zur Wache geht, erklärt die junge Frau ihm den wahren Grund für ihre überstürzte Trennung. Tut mir leid, wir müssen jetzt abbrechen. Ich muss leider mit ihm auf den Dienststelle fahren. Er ist betrunken Auto gefahren. Ich bleib bei dir, wirklich. Ja? Thank you.